Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Herzlich willkommen. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam rausfinden, was eigentlich eine Information ist und was man damit anfangen kann. Freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, wir haben ja, Gerald, in unserem Buch, wir informieren uns zu Tode, viel über die Informationsflut geschrieben und gesprochen, die uns alle heimsucht sozusagen jeden Tag und was diese Informationsflut mit unseren Gehirnen macht und wie wir uns vor allem natürlich befreien können aus diesen Verwicklungen, die uns zu Opfern dieser Informationsflut machen. Ja, und dabei haben wir dann auch herausgearbeitet, dass das nicht so sein muss, dass man da durchaus als Einzelne in der Lage ist, etwas dagegen zu tun. Und wir haben uns für diesen Podcast ein sehr schönes Gerüst zusammengebaut aus 4 ganz einfachen Fragen. Und die wollen wir versuchen, auf Informationen, die uns im Augenblick oder irgendwann mal erreichen, anzuwenden. Und dann prüfen wir mal, ob das geht. Und wenn ihr dann merkt, das ist ein gutes Prinzip, dann hättet ihr die Möglichkeit, das für euch und die Informationen, die euch erreichen, in gleicher Weise anzuwenden. Bevor wir zu diesen 4 Fragen kommen, Gerald, noch mal kurz, um das zu erklären. Wir haben ja in dem Buch die frohe Botschaft eigentlich auch zum Ende. Man kann sich aus dieser Informationsflut befreien. Es muss nicht so sein, dass unsere Gehirne überflutet werden. Und ich habe in vielen Veranstaltungen zum Buch, du wahrscheinlich auch in vielen Interviews immer wieder gehört, Menschen wollen wissen, wie gehe ich eigentlich damit um? Was heißt das denn konkret? Welche Fragen muss ich stellen? Deswegen haben wir dieses System entwickelt und letztendlich auch gesagt, wir machen den Podcast, um nochmal aufzuzeigen, was das Buch eigentlich will, wie kann man sich da durcharbeiten, wenn die Botschaft dann über mich herfällt sozusagen, welche Fragen muss ich mir stellen, um festzustellen, was das eigentlich mit mir macht und was es tut und wie ich damit umgehe. Ja, eine wichtige Botschaft, die ja auch in dem Buch steht und die man, glaube ich, nochmal sich genauer überlegen muss, heißt ja, Information wird erst dadurch zu einer Information, dass sie beim Empfänger irgendetwas auslöst. Also dieser Begriff Information kommt aus der Informationstechnik. Da hatte man Geräte, einen Sender, einen Empfänger und die waren mit der Frequenz so aufeinander eingestellt, dass wenn der Sender was gesendet hat, der Empfänger da auch reagiert hat. Bei uns Menschen, wir sind ja keine Geräte, also da ist das durchaus nicht so. Das heißt, da kann durchaus eine Information ankommen, die bewirkt in mir nichts. Und deshalb wäre die erste schöne Frage, die man so an eine ankommende Information erstmal richten kann, hey, macht das überhaupt was mit mir? Ist da was passiert? Ich habe es gehört, ja, okay. Nachrichten haben es gebracht oder es hat in der Zeitung gestanden oder ich habe es im Internet gefunden. Das ist jetzt eine Information, so wird sie auch verbreitet, aber was macht die überhaupt mit mir? Berührt sie mich? Erlöst sie irgendwas in mir aus? Wenn das nicht der Fall ist, kann sie weg. Das wäre schon mal, das ist ja auch ganz spannend, ein erstes Innehalten, was ganz wichtig ist. Ne? Wenn wir mit Botschaften umgehen, bevor wir sie zur Information sozusagen automatisch werden lassen, weil sie uns vielleicht berühren, ja, einfach mal innezuhalten und zu gucken, was passiert denn da mit mir selbst? Um diese Frage überhaupt beantworten zu können. Genau, und wenn man dann diese erste Frage beantwortet hat, hat das was mit mir gemacht? Dann heißt die nächste, hat es mir denn auch geholfen? Es gibt ja auch Informationen, die durchaus was mit mir machen, also zum Beispiel große Aufregung, die das in mir auslöst, aber es nützt nichts. Es kommt nichts dabei raus, es entsteht nichts. Und deshalb nochmal die nächste Frage, hat es was geholfen, insofern, als es mir eine Handlungsoption gegeben hat, die ich vorher nicht hatte? Also kann ich als Folge dieser nun eben aufgenommenen Botschaft etwas tun, um in das Geschehen einzugreifen oder was auch immer da passiert sein mag? Und wenn das nicht der Fall ist, dass ich da irgendwas tun kann, ist es schwierig. Dann stellt sich aber noch die zweite Frage. Und das kann ja auch eine interessante Frage sein. Es ist ja auch durchaus etwas, was in jeder Information drinsteckt, die mich erreicht, nämlich dass das, was ich da höre, meinen Horizont erweitert. Wir haben ja alle enge Vorstellungen und rennen mit diesen Vorstellungen rum, so muss es sein und so denken wir uns die Welt.
Und wenn dann eine Information kommt, die nicht dazu passt, die Hirnforscher nennen das kognitive Dissonanz, dann komme ich ins eigene Nachdenken und muss mir ein eigenes Urteil bilden. Und unter Umständen kann ich dann meine bisherigen Glaubenssätze und Vorstellungen nochmal erweitern. Wenn das eine Information macht, ist es gut. Aber wenn sie mir weder eine Möglichkeit gibt, als Folge dieser Information eine bestimmte Handlung in Gang zu setzen, und wenn sie auch nicht dazu führt, dass sie meinen eigenen Blick erweitert, dann kann sie weg. Das klingt so einfach, aber das ist ja hochkompliziert, auch selber für sich an sich durchzuführen. Denn wenn uns eine Information erregt, wenn wir sie als Information annehmen und sie erregt uns, sie macht uns vielleicht wütend, sie empört uns, dann fühlt sich das natürlich immer sehr aktivierend an. Dann resultiert das in Forderungen, in Urteilen, vielleicht sogar in Äußerungen, gerade in den sozialen Medien. Und spannend ist dann natürlich auch, bitte widersprich mir, wenn das nicht so ist, zu unterscheiden, ist das dann auch eine Reaktion, die ich wirklich will, die ich bei vernünftigem Nachdenken als eine ansehe, die mich wirklich weiterbringt. Denn wir erleben ja gerade im Umfeld der sozialen Medien, da werden Menschen berührt. Da haben Menschen das Gefühl, das gibt ihnen ein neues Verständnis und sie agieren auch sehr schnell. Das ist aber nicht immer wohltuend. Ja, was da passiert, ist ja eine affektive Aufladung. Das ist ja auch gewollt. Also die Medien und wer immer solche Informationen verbreitet, übertreibt die immer ein kleines bisschen, weil sie dann eben zu diesen affektiven Reaktionen führt. Man ist dann aufgewühlt, man will irgendwas tun. Und dann heißt die Frage aber, ist das, was ich dann tue, hat das irgendetwas mit der Information zu tun oder ist das nur eine Abreaktion meines Affekts? Und wenn das der Fall sein soll, kann die Information weg. Ja, weil dann bin ich ja derjenige, der aufgrund seines inneren Konfliktes oder seiner inneren Aufgewühltheit jetzt etwas weitergibt, was mit der ursprünglichen Information gar nichts mehr zu tun hat. Eigentlich informiere ich andere darüber, wie aufgeregt ich bin. Und das könnte weg, ja klar. Ja. Bringt uns zur letzten Frage, Gerald, die wir uns stellen wollen immer in unserem Podcast. Also wir fangen nochmal an. Macht das was mit mir? Wenn es was mit mir macht, hilft es mir in irgendeiner Art und Weise. Es kann mir entweder helfen, indem ich merke, ich kann was tun, um das, was ich da als Information aufgenommen habe, in einer Weise zu beeinflussen, die ich für günstig halte. Oder aber ich kann nichts tun, aber es führt immerhin dazu, dass sich mein Blick öffnet und ich eine neue Perspektive auf das Geschehen bekomme. Ja, und dann ist die letzte Frage, und vielleicht ist das auch immer eine sehr wichtige Frage, dass man sich nochmal damit beschäftigen muss, warum hat mir das überhaupt jemand zugemutet? Warum verschickt das jemand? Was ist die Absicht hinter dem Verbreiter der Information? Was verfolgt er da für Absichten, für Ziele? Und das ist durchaus auch interessant, mal nicht einfach nur die Information anzugucken, sondern auch denjenigen anzuschauen, der diese Information in die Welt setzt. Was will der? Das ist die Stelle, an der sich der Versuch der Manipulation dann eben auch entlarvt. Ja, und wenn ich dann merke, der will eigentlich nur Geld verdienen oder der will damit nur berühmt werden und der will damit nur zeigen, was er alles weiß, dann ist das keine Information, also bestenfalls eine Information über seine Intentionen, aber sowas kann dann weg. Das heißt, wir haben vier Fragen, die wir eigentlich in allen unseren Podcasts dann auch durchspielen wollen und die eigentlich ein schöner Leitfaden sein können, Gerald, mit den Botschaften, die so täglich auf uns hereinprasseln, so umzugehen, dass daraus eben keine Überflutung der Gehirne wird, wie wir das in unserem Buch genannt haben. Genau, und das finde ich auch sehr spannend, wenn wir hier gemeinsam, wir beide einfach mal stellvertretend für alle anderen, die uns dazu hören, versuchen, einzelne Meldungen oder Informationen in Bezug auf diese vier Fragen durchzugehen. Es könnte sein, dass wir da was ganz Einfaches plötzlich auch den Zuhörern in die Hand geben, wo die sagen, okay, das gefällt mir, das mache ich auch so. Und da kann ich jetzt schon versprechen, das ist sehr hilfreich. Da landet das meiste, was da an Informationen auf uns herunterprasselt, das landet im Ausguss. Gerald, wir haben uns ja bei der Vorbereitung dieses Podcasts gefragt, wie können wir unserem Prinzip treu bleiben, eben nicht selber auch zu urteilen und zu sagen, das ist nun wichtig, das ist unwichtig, das ist Information und das kann weg. Darum geht es auch genau in diesem Podcast. Das heißt, wir beantworten die Frage nicht, sondern wir versuchen eigentlich jeweils durch ein Thema mit den Fragen durchzuführen, dass jeder
für sich diese Fragen beantworten kann. Ja, es geht also nochmal, auch wenn der Titel lautet, ist das Information oder kann das weg, werden wir diese Antwort nicht geben können und auch nicht geben wollen, sondern eigentlich den Weg gemeinsam mit euch allen, die da zuhören, gehen zu einer ganz individuellen Beantwortung dieser Frage. Das Interessante ist ja, dass solche Fragen, ob das jetzt eine Information ist oder nicht, immer nur von der einzelnen Person beantwortet werden kann. Das kann ja keiner für mich beantworten, ob das eine wichtige Information ist. Das ist ja das Besondere an Informationen, dass ich sie subjektiv mit meinen Erfahrungen und Hintergründen für mich einordne. Und was da eben allzu häufig passiert, ist, dass ich in Aufregung gerate, dass ich da irgendwie spüre, ich müsste da jetzt was machen und weiß nicht was. Und dann bin ich sozusagen in einer emotionalisierten Situation. Also ich bin gewissermaßen gar nicht mehr frei. Also hirntechnisch funktioniert das so, dass dann das Frontalhirn, mit dem wir ja Handlungen planen, Folgen abschätzen, Impulse kontrollieren und ein bisschen Frust auch mal gelegentlich aushalten, dieses Frontalhirn kommt dann durcheinander und dann regiert die Emotion und bestimmt das Verhalten. Und wir wollen mit diesen vier ganz banalen Fragen den Menschen, die da Lust drauf haben, die Möglichkeit geben, aus diesem Geschehen auszutreten, sich gewissermaßen von dieser eigenen Emotionalisierung zu befreien. Wir treten einen Schritt zurück und sagen, okay, was ist das, was es in mir bewirkt? Also bewirkt es überhaupt was? Kann ja auch sein, dass man sich noch nicht mal drüber aufregt, dann kann es ja gleich weg. Aber wenn es was in mir bewirkt, ja, hilft es mir denn überhaupt? Und wenn es mir hilft, entweder indem ich jetzt ins Handeln komme und was tun kann. Also wenn ich höre, dass Kinder verhungern, muss ich mich fragen, kann ich da was tun oder nicht? Oder aber die Information führt dazu, dass ich meinen Blick verändere. Und dann mit etwas mehr Abstand und das große Ganze mehr im Auge habend, dann sagen kann, oh, das ist aber jetzt gut. Jetzt hat sich sozusagen für mich die Art und Weise, wie ich die Welt und damit diese Information beurteile, nochmal geändert. Großartig. Dann hat man sozusagen eine eigene Befreiung von bis dahin entstandenen, blickverengenden Verwicklungen zustande gebracht. Und dann eben diese letzte, wer schickt das aus welchem Grund? Was will der eigentlich? Das ist, glaube ich, immer eine Frage, die man dabei mitstellen muss, weil es ja niemals so ist, dass Informationen in die Welt geschickt werden und andere Leute damit belästigt werden, wenn man da nicht irgendeine Absicht damit verfolgt. Also diese Absicht, die hinter dem Verbreiter der Informationen steht, ist schon ein wichtiger Aspekt. Auf jeden Fall. Gerald, ein spannendes Experiment. Ich freue mich riesig auf unsere Gespräche, auf die nächsten Podcasts. Wir werden zwei ganz besondere Themen haben zum Anfang. Nämlich einmal in der ersten Podcast-Ausgabe schauen wir auf die Berichterstattung über das Ausscheiden des DFB-Teams aus dem Weltcup und wie man damit umgegangen ist. Und wir werden das mal durch diese vier Fragen führen und feststellen, was ist da eigentlich passiert und wie hat das gewirkt und was bedeutet das? Ist es Information oder kann es weg? Und dann schauen wir in der zweiten Ausgabe auf eine sehr alte Botschaft. 2000 Jahre alt, mehr als 2000 Jahre alt, 2022 genau gesagt, nämlich die Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtsbotschaft. Auch eine Form von Nachricht. Wie viel Information ist daran? Auch das spannend. Gerald, ich freue mich sehr auf unsere Gespräche. Ich mich auch. Und ich wünsche allen, die uns hier zuhören, noch einen wunderschönen Tag. Das auch von mir.